Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um Profitaktiken, B2B-RNT-IT-Lead-Generierung und zwar um den Part E-Mail-Automation. Man kann sich vielleicht die Frage stellen, wie weit kann ich jetzt E-Mail-Automation anwenden im B2B-Geschäft, im Nurturing? Und es ist durchaus sinnvoll, das auch da anzuwenden, auch wenn man dort natürlich persönliche Beziehungen aufbaut. Das ganz, ganz wichtig ist, direkte 1:1 Beziehungen aufzubauen, individuelle Verkaufsgespräche zu führen und so weiter. Kann man doch zumindest einen großen Teil automatisieren und da wollen wir ganz kurz mal hier auf einer Metaebene einsteigen. Ganz kurz noch, wenn du dazu weitere Fragen hast, dann benutze gerne hier unter der Beschreibung auf YouTube oder auf Facebook oder wo auch immer du die oder auf LinkedIn, wo auch immer du das Video siehst, gerne eine meiner Links und kontaktiere mich direkt, dann können wir uns gerne mal 20 Minuten drüber unterhalten. B2B Automation, also Automation hat natürlich gewisse Vor- und Nachteile. Automation hat natürlich den Vorteil, in der Nutshell, dass du ohne manuell was tun zu müssen, je gewisse wiederkehrende Abläufe in deinem Vertriebsmarketingprozess automatisieren kannst, sodass sie letztendlich multiple E-Mails zum Beispiel verschickst auf einmal. Ja? Oder wenn du wenn man einen gewissen Workflow eingebaut hast, dass du grundsätzlich immer eine E-Mail verschickst, wenn ABC passiert. Und du aber die E-Mail nicht automatisiert, nicht manuell verschicken musst, das heißt, da sparst wieder ein bisschen Zeit. Der Nachteil natürlich ist, dass du natürlich mit Schablonen arbeitest. Ja? Und hier gibt es sogenannte, hier haben wir intern einen sogenannten Kriterienkatalog erstellt, wann genau automatisierte E-Mails zweckmäßig sind, wann die auch funktionieren und wann es eben besser ist, wenn du das individuell eine E-Mail gestaltest. In diesem Kriterienkatalog sind natürlich dann auch mit drinnen, wie diese Templates am besten aufgebaut werden sein sollten, damit sie dann auch wirklich funktionieren, dass es eben nicht so wirkt, als wären das Templates gewesen, sondern dass letztendlich der Empfänger das Gefühl hat, das wäre jetzt eine individuell verfasste E-Mail. Also da gibt es ein paar Dinge, die muss man einfach beachten. Ist jetzt auch kein großer Rocket Science, aber man muss es halt wissen und letztendlich auch aus dem Erfahrungsschatz hier schöpfen, den wir natürlich hier haben bei Clear Marketing. Dann sind hier natürlich viele Wenn-Dann-Schleifen eingeführt. Ja? Also zum Beispiel, wenn dann, das ist so, kommt so typisch aus der Programmierwelt, ja. Und wenn du natürlich jetzt aus der Programmierwelt kommst, in einem Softwarehaus, dann weißt du ganz genau, was das bedeutet. Wenn-Dann-Schleifen sind einfach konditionelle Verzweigungen, wenn ein bestimmtes Kriterium erfüllt ist, dann passiert das und das. Also wenn jemand beim eine No-Show hat, wenn jemand sagen wir mal, einen bereits vereinbarten Termin wieder abgesagt hat, ja, zu einem Discovery Call zum Beispiel, zu einem Kennenlerngespräch auf Teams oder Zoom oder sonst irgendwo. Aber diesen abgesagt hat, bekommt er automatisch eine Follow-up-E-Mail mit zwei, drei weiteren Terminvorschlägen, die auch automatisch aus deinem Terminkalender gezogen werden können, wenn du zum Beispiel Calendly oder ähnliches benutzt. Ja? Extrem helpful, weil es natürlich immer wieder die Szenarien gibt, dass aktuell sind wir wieder in so Phasen der Unsicherheit und dann machen Leute Termine und halten sie dann nicht ein oder sagen sie wieder ab. Höflicherweise, und wenn du das ein bisschen automatisieren kannst oder auch teilweise sehr, sehr weitgehend automatisieren kannst, dann lohnt sich das, wenn du einmal die Arbeit eben aufsetzt, insbesondere wenn du ein größeres Team hast, wie zum Beispiel 3, 4, 5 Leute, dann desto größer, desto mehr kannst du natürlich durch Automatisierung dir an Zeit und Energie sparen. Dann grundsätzlich die Zeitabstände, wenn ich jetzt zum Beispiel Follow-up-E-Mails mache zu Telefonaten oder zu Webinarteilnahmen oder zu irgendwelchen Touchpoints, die eben stattgefunden haben. Da gibt es natürlich auch Erfahrungswerte, die du dir aufgebaut hast im Laufe der Zeit, wo wir uns hier auch aufgebaut haben, die ich dann natürlich auch, wenn wir zusammenarbeiten, mit dir gerne teilen möchte und auch bei dir implementieren möchte. Es ist natürlich nicht sinnvoll, dass man einfach zu viel E-Mails schickt, automatisiert, aber ja, es gibt eben so ein paar Kriterien, auch Teil des Kriterienkatalogs, wo wir eben damit arbeiten.
Es gibt sozusagen, wir arbeiten damit so, sagen wir mal, Standardmittelwerte. Das heißt, es gibt so ein paar Ausreißer links und rechts, aber das sind so Mittelwerte, die wir dann einfach einpflegen in unsere Marketing-Automatisierung oder E-Mail-Marketing-Automatisierung als Teil des Kriterienkatalogs. Zum Beispiel, dass halt die meisten positiv darauf reagieren, wenn man ihnen zwei Follow-up-E-Mails schickt, einmal innerhalb von 48 Stunden und einmal innerhalb von 7 Tagen. Also es ist jetzt einfach nur so aus der Luft gegriffen. Da arbeiten wir eben mit Erfahrungswerten. Also, das sind sozusagen das geht natürlich dann noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, mich das weiter interessiert. Ich wollte es einfach hier nochmal anteasern, dass auch im B2B, High-Level-End-Geschäft hier durchaus mit Automatismen gearbeitet werden kann und das auch sehr erfolgreich und auch durchaus sehr sinnvoll sein kann. Also, zumindest zum nächsten Mal. Ich habe nicht so viel Zeit, leider. Bis dahin, tschüss.